Weil das gehörte da nicht dran. Ja, vielleicht war das ein Mod? Dieses 12-Meter-Ding. Nee, das ist original, aber irgendwie, wenn man sich das Schneidwerk anguckt im Shop, ja, steht da auch dran, dass es für das größere Gerät gewesen wäre, der mit dem Ketten. Okay, vorne. Okay. Mhm. Und den hatten wir ja nicht. Ja. Wir hatten ja nur dieses kleine Popel-Ding da. Aber bei dem, hast du es probiert, ob es bei dem ranpasst? Nö, das hab ich direkt verkauft. Passt der farblich auch gar nicht. Das ist ja farblich. Rot und gelb, ja, also wenn das nicht passt. Natürlich dann auch schon ein Kündigungsgrund. Natürlich. Krieg ich nix. So. Wie geht das Ding jetzt? Moment, jetzt erstmal G. So, aufklappen. Aber das ist wichtig. Ja. Dann Pick up lenken. Ja. Dann anschalten. Ja. Das ist wichtig, denke ich. Oh. Und dann losfahren. Ja. Ne? Mehr ist nicht dabei. Volle Kanne oder? Nee, so schnell wie du willst. Gut. In den Kurven würde ich aufpassen. Aber je schneller du bist, desto länger musst du warten. Wie, was? Ja, du, irgendwann hast du den Mähdrescher eingeholt und dann darfst du langsam hinterher kriegen. Ach so, ja, mein Gott. Ich muss eh zwischendurch noch wechseln. Ich bin eh schon wieder bei 45%. Alter, das Ding wird da sonst wohin schmeißen gleich. Ach nee, die kommen immer nach und nach. Ja, die rutschen nach und nach raus. Wenn er fertig ist, drückt er den nächsten Ballen wieder raus. Alter, will es nicht so eklig lecken. Sonst fahr ein bisschen langsamer. Einfach ein paar kmh weniger, das hilft meistens schon ein bisschen was. Kommst du vor allem gut um die Kurven. Um meine super Hacke. Ich bin bei 67, nur dass du Bescheid weißt. Jo, ich fahre noch die eine Strecke rüber und dann fahr ich noch. Blop. Blop. Soll ich da erstmal diesen Haken da hinten aufsammeln, den du gemacht hast? Alter, kann er mal aufhören zu laggen? Scheiße. Ja, sind ja auch gerade. Da flog gerade eben der Ball in der Luft. Von einem zu? Fast. Ja, nicht ganz. Bin bei 90. Das wird eng. 95, 96, 97, 98. Das schaffst du nicht mehr. So. Hallo? Hallo? Warte? Klappe auf. Oh. So weiter ist das Ding gleich voll. Action! Ich werde erstmal das Ding hier ableeren. Entleeren, nicht ableeren, ablenken. Ablenken. Geil. Was gut ist, ich kann das Ding ja einfach da stehen lassen, das leert sich selber aus und ja. Den Rest mache ich dann so. Ich glaube, dass man immer ganz gut hin und her kommt mit dem Timing. Ein paar Ballen, ein paar. Wieder ausladen. Ja, obwohl es eigentlich doch recht eng ist in der Zeit. Aber man kann den Ball noch manuell abladen. Ja, ganz zum Schluss würde ich das schon. Ja. Ja, das bleiben sonst immer zwei Stück drin. Ah, sieht man ja schon. Aber erst zum Schluss, oder wie? Ja. Höchstgeschwindigkeit 24. Ja, schneller geht er nicht. Das ist immerhin
fahrt mehr als doppelt so schnell wie ich. Leck. Oh Gott, der hat sich gerade irgendwie dreimal um die eigene Achse gedreht. Der Ballen. Sah interessant aus. Ich glaube, genau wegen dem Leck. Eine Pirouette gedreht. Also wenn du dich beeilst, dann kannst du noch die Reihe nach oben fahren und dann musst du aber wieder umhängen. Ja. Bin ich am Leiter kurz stehen. Muss ja halt mal warten. Effizienz, mein Freund. Ja, ich renne ja schon. Die scheiß Dinge aus wie nichts. Und das wird eben auch wieder interessant mit der S-Kurve hier, die ihr eingeschustert hast. Extra für dich. Das nennt sich Fahrmanövertraining. So, gemeistert in einem Zug. Oh, bin bei 75. Bin nie voll. Dann hab ich noch. Hoffentlich. Aber ganz schön Kurven hier rein, ey. Ja, das Land gibt mir das vor. Ja, ja. Fahrmanöver. Ja, das passt genau. Das macht er immer schräg. So einen alten. Ich glaube, wenn ich den hier fertig habe, liegt der Ball mitten auf dem Weg. Nee, doch, jetzt. Nee! Brems! Alter! Ja, und rückwärts hätten nur 14, das ist ja geil. Das Ding geht ja fast gar nicht. Ach, du bist das! Bewegt er sich denn automatisch? Ja, der ist voll. Ich dachte, ich leere den mal aus. Ach ja, stimmt. Ah ja, ist ja nicht mal ganz leer gegangen, das Ding hier. Ich glaube, dann haben wir erstmal wieder genug. Da wenn, dann müssen wir echt warten, bis wir da eine große Nachfrage haben. Ich glaube, dann wird man so viel Kohle mit dem Zeug machen. Vielleicht kann ich dann mit dem Ball noch ein bisschen aufholen. Ist unfair. Na, ich bin doch blöd, muss das Ding vielleicht auch anschalten. Vielleicht. Kann es sein, dass das dann besser funktioniert, ja. Ja, komm mal, ob es richtig funktioniert. Ist das angenehm mit den beiden Gedöns. Wie auch immer der erste drin produziert kriegt. Keine Ahnung. Komm mal ein bisschen raus. Das ist ein eckiger Vorhang. Eckwurst. Wir können uns Stracke. Wurst. Wer hat die Idee mit dem TS-Channels nochmal? TS-Channels? Mit dem TS-Kanal oder generell, ja, Teamspeak halt, meine ich. Du vermisst mich gerade. Teamspeak? Immer wer die Idee von diesem Server hatte, genau, oder? Ja. Ach so, ja, das war ich. Wie bist du darauf gekommen? Hast du einfach in Google eingegeben, oder? Nein, ich habe einfach einen bei mir aus der Liste genommen. Ah, okay.
Als ob er schon wieder gemacht hat. Mann, ey. So, jetzt. Einmal anfahren. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und jetzt bin ich auf den Fersen. Das, was ich jetzt aber machen werde. Nicht schlecht. Ach, eine Handbremse fehlt mir noch, ich will hier rumdrehen. Moin. Hi ho. Moin. Kurz schneller und wieder langsamer. Wenn es ein bisschen bergab geht, dann bin ich wieder schneller, ja. Du bist auch schwerer, also. Ich bin größer. Ja, du bist auch nicht. Jo, bin leer. Die anderen beiden stehen da jetzt links, hast gesehen, oder? Ja. Macht auch mehr Sinn als da ganz hinten. Da rennt er wieder rüber. Mhm. Freu dich schon mal aufs Ende. Mhm. Alter, was ist das denn für ein Haken? Damit dir nicht langweilig wird. Oder damit mir nicht langweilig wird, nennen wir es so. Ja, so rum eher, ne? Genau. Das ist nicht. Der hat sich gerade wieder dran um die eigene Achse gedreht. So, fertig. Und das hinterher. Leute. Somit bekomme ich ihn wieder ein bisschen auf Abstand. Glaube ich ja weniger. Du musst ja die Ballen dann auch noch einsammeln. Oh Gott. Plötzlich ein Unimog-Geräusch im Hintergrund. Was ist das eigentlich für ein Gerät, was du da hast? Das ist das Sammel- und Stapelgerät. Was du eigentlich für Haken, die du gerade schlägst? Das mache ich absichtlich, um dich zu erfreuen. Witzig. Siehst du, er freut sich. Okay, ich fahre jetzt nochmal. Bin ich mal gespannt, ob das hinhaut. Ja, schön vorsichtig fahren, ich hätte keine Lust, das wieder alles aufzusammeln. Versprech's dir. Solange keine Bodenwelle hergeht.
Wird jetzt ein bisschen interessant, dadurch, dass der eine Ballen so halb hängt. Ah. Sehen wir gleich. Ja. Ja. Ja, okay. Vielleicht nicht mehr allzu weit, du schiebst den untersten schon wieder raus drüben. Ja, der untere, der hing schon die ganze Zeit so. Okay. Boah, das ist ja schon eine ordentliche Ladung. Schauen wir mal. 24 Stück da drauf. Einen blöden Stapel noch mit, dann der blöde Helfer eigentlich auch schon fast loslegen. Fahr mal lieber nicht zu schnell. Oder soll ich es riskieren? Nee, lieber nicht. Pass auf, aus dem Grasstück können noch Baumstümpfe sein. Ja. Na, jetzt geht's nach unten, da bin ich mal gespannt. Und dann unten mit der Kurve. Ne, läuft eigentlich echt ganz gut. Im Prinzip bräuchten wir jetzt zwei so Lader und zwei Tieflader, dann könnten wir einer aufladen, der andere abladen. Soll ich den irgendwie da vorne so hinstellen oder mittig auf? Ja, fahr mal ruhig so weit, dass du gerade so an diesem, Schollentor vorbei bist. So? Jo. Hast du oben alle Ballen? Oben? Ja, guck lieber nochmal nach, aber eigentlich müsste es. Frage ist bloß, wer ist schneller? Du oder die Sämaschine? Ja. Naja, jetzt müssen wir ihn halt anhalten. Ich könnte auch einfach dann den Unimog inmitten in den Feld reinstellen, vor dem Ballen, dann bleibt er da stehen. Wobei mich würde interessieren, ob er von den Ballen auch stehen bleibt. Glaube ich nicht. Ich glaube es zwar auch nicht, aber es wäre interessant mal auszuprobieren. Noch nicht mit meinen tollen Stapeln. Nee, das machen wir nicht. Kann ein Stapel umfahren, dann ist es nicht mehr ein Stapel, sondern nur noch einer. Kann ich dich auch umfahren? So gesehen bringt Weizen und Gerste uns dann ja näher, ne? Mhm. Das mit den Ballen so rechnen. Man muss allerdings dann auch erstens die Arbeitszeit und den Sprit und so rechnen. Ist zwar nicht viel. Kann mich mal, das ist ein Witz, aber. Ich schaut doch. Ist er wieder da? Hä? Ah. Hi. 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 Nochmal sag ich's nicht. Jawohl, ich hab gewonnen. Du rück nach. Okay. Oh.
Kamera aus. Das sieht aber gefährlich aus. Ja, hat nicht funktioniert. Das fällt da hinten nicht um? Nee. Nein. Ach, das brauchst du ja gar nicht mehr. Geil. Ploppt das einfach weg? Ding pro Ballen 312 Euro. Ui. Hier 23 sind es jetzt sogar schon. Warum wird das mehr? So, da gibt es auch einen Preis für, der wahrscheinlich steigt und sinkt. Yep, genau. Das ist ja cool. Wie schaut denn der aus? Da. Hoi. 0,05. Der gibt doch bald um der Ballenstapel. Nee, alles gut. Nee, du musst, ja, du musst bei Stroh hab, schauen. Noch schlimmer aus. Was hast du gesagt? Ja, ich hab's gesehen, Stroh ist 0,04. Heu wäre ja getroffen, das ist Gras. Ja, und das ist noch mehr Aufwand. Aber das Heu würde ich wirklich sagen, dass wir das nicht verkaufen, weil jetzt brauchst du echt eigentlich viel Kühe. So. Ja. Und jetzt sich überhaupt nicht. Ja, weil das hier ist sozusagen ein Abfallprodukt, was wir hier verkaufen. Ja. So wenig ist das ja dann auch nicht vom Preis her nochmal. Weil eben so 1200 pro solchem Stapel, den ich hier jetzt gerade drauf habe. Ja. Damit hast du schon mal, mit ein paar hast du schon mal diesen Sammelding wieder bezahlt. Ja. Ja. Allein auf dem Hänger stehen ja jetzt dann, wie viel ist 26. Wir, ja? Kannst du mit dem Ding nicht im Ganzen reinfahren? Ja, das Problem ist, dann zählt er das als einen Ball. Oh. Zumindest hat er das gerade so gemacht. Und dann. Ja, kacke, dann. Dann lieber so. Blop, blop, blop. Ah, da steht ja auch noch ein Ballen. Da, oh, mehrere. Was sagen, wir haben erst... auch gut, wie so ein Übungsfeld, wo du dann die Kinder verstecken kannst und dann von Ballenstapel zu Ballenstapel laufen kannst. Wir haben auch, glaube ich, erst 40 Ballen weg oder so, bis hochkommt. Ich glaube mal den Dingens kurz. Da hinten ist noch, ja, warte, warte, warte. Du kannst, wenn ich den nächsten Stapel runter habe, kannst du den Tieflader schon wieder aufs Land stellen. Okay. Ach so, gut, mach ich das. Aber wenn er hier steht, ohne Zugfahrzeug, kann ich da nicht viel mit anfangen. Ja, das stimmt. Rennen wir den Ding an. Blopp, 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 blopp. Ich kann hier mal kurz nach hinten fallen und das Ding einfach runterfallen lassen. Dann fahren wir kurz nach hinten weg. Leute, genau. Ich habe gerade was entdeckt, was wir uns auf jeden Fall merken müssen. Wenn wir irgendjemanden als Helfer einstellen, dann müssen wir unbedingt, oh, die Maximalgeschwindigkeit erhöhen. Weil sonst hält sich, okay, der an dem Tempomat, den wir ihn eingestellt haben. Wenn wir dem 10 geben, aber er könnte mit dem Gerät 20 fahren, dann fährt er trotzdem. Jan, du kannst 10. unten im Kreis fahren, ne? Ja, ich... Oder dich. Ist jetzt... Hat ja, jetzt ist auch egal. Ja, mit dem Helfer ist noch was anderes. Wenn er was ansieht und die Saatmaschine ist irgendwie bei 10% und die ist dann leer, während er weiter sieht, sieht er trotzdem an, obwohl nichts mehr drin, ja, ist. Das ist aber ganz praktisch, weil dann musst du ihn nicht jedes Mal auffüllen. Seht er dann einfach nichts an, oder? Nee, doch, er sieht schon an. Er sieht das an, was er machen soll. Ah, und bezahlt es dann einfach von irgendwoher. Nee, ich glaube, das zieht es dann automatisch vom Geld ab. Also vom, ja, normal. Ja, meine ich ja damit. Ja. Achso, ja. Es fliegt dann durch die Luft und wird so verstreut. Ja. Komm, die Saatengel. So hier richtig, oder was? Ja, fahr ruhig noch weiter rein. Zu den, oh, da hinten hinteren hier Stapeln. Hinteren? Oh. Ja, bleibt da mal ruhig stehen, das ist gut. Dann klaue ich mir den mal ganz kurz. Ja. Geht doch schnell. Los, gegen keinen Bayern-Stapel fahren. Wo sind die Anhänger? Die sind bei dem Feld 23. Gut. Dann büße ich da mal ganz schnell hin. Der Überladewagen kann da ja gleich stehen bleiben, den brauchen wir dann ja wieder. Ach, hier ist gar nicht mehr drin. Auch gut. Sah so aus, wäre da noch was drin gewesen.
hätte das Ding einfahren sollen, aber es ist auch egal. Dauert es geht und Geld haben wir nicht so viel. Also momentan glaube ich haben wir echt genug Felder, oder? Also wir ja. stehen jetzt ganz gut da. Feld 36 ist fertig, Feld 23 ist fertig. Und wieder? Nee, Feld 37 ist fertig, meine ich. Nee, ja. halt, nee, doch. 36 und 37 ist fertig und Feld 29 ist auch fertig. Nee, 23 und 40. Die vier Felder sind fertig. Ach so, ich dachte gerade wieder 34 und 39. Nee, 23, 36, 37 und 40. Habe ich mich vertraut, sorry. Ich lasse den hier mal stehen. Das kann ich mir denn so mal schnappen. Ich ernte mal. Schnapp mir mal den Ernter. Jo. Das kann ausmachen. Also ich mach nur bis 22 Uhr und dann Schicht im Schacht. Ja, bei mir auch. Oh. Toll. Siehst du das? Bei mir? Ne, was ist los? Ah, schon gut. Eben gerade hat sich der Anhänger... Überladewagen. Ne, ja. Der Anhänger von dem Schneidwerkzeug hat sich gerade in meinem... Ding verfangen. Drescher verfangen. Ja, ich hab mit nach hinten gezogen. So, ich fahr von hinten her an. Ja, er ist ausgelassen, ist ja gut. Dann klappt das Ding noch aus. Hallo? Ja. Das jetzt? X. Kann ich das nicht aufmachen, wenn das Ding nicht ausgefahren ist, oder wie? Was willst du denn machen? Nee, du musst... Den Drescher öffnen. Ja? Ich kann das Ding nur öffnen, wenn das Rohr eingefahren ist. Das ist ja toll. Okay. Ja, wobei es gleichzeitig kann ich machen. Auch nur, wenn das Rohr nicht ausgefahren ist. Nee, da. Nee. So, eindeutig. Sollte das Ding jetzt außen... mit Ballen soll ich die machen? Ja, mach mal ruhig. Hier ein bisschen Kohle. Da es ja ein Nebenprodukt ist, nehmen wir es gleich mit. Oh, hier kann ich ja gleich offen lassen. Hätte ich ja gleich da reinschreiten können. Ich denke mal geschafft. Wir bräuchten vielleicht, wenn wir mal wieder Geld über haben, nochmal einen Trecker. Ja. Man hat irgendwie so wenig, ne? Ja. Vielleicht soll man den roten doch mal nach oben packen. Ja, der ist ja schon bei dir oben. Echt? Ja, den habe ich bei dir zum Überladewagen, weil sonst hast du gar keinen. Oh. Aber, den Unimog, aber jetzt habe ich, nur noch einen Unimog zum Ballenpressen, sonst habe ich nichts mehr. Na, nächste Anschaffung ist ein Trecker. Dann mach ruhig was Größeres, oder? Ja. Mag mal jemand schauen, was wir können ja kosten. Vielleicht doch nochmal ein bisschen schauen bei den Mods, vielleicht finden wir da irgendwas. Ja, ich guck schon ständig, also wenn du was findest, sag ruhig Bescheid, aber... Ich glaube, ich hätte da eigentlich ein paar. Wirklich, was mir jetzt so gefallen hat, habe ich irgendwie gesagt. Wie war das bei dir? 100 irgendwas Mods? Ja, irgendwas, 120 oder so. Immer Daumen. Jetzt wird minus 5.